Also für mich persönlich ist Potsdam die perfekte Symbiose zwischen Dorf und Stadt. Man geht hier durch die Straßen und trifft immer mal wen. Ich bin kein Potsdamer Bürger und möchte aber sehr gerne hierher ziehen und möchte für mich schon jetzt anfangen, das, was mich an Potsdam stört, zu verbessern. Mich stört zum Beispiel, dass Bürgerinitiativen wie Pro Brauhausberg kein Rederecht kriegen, obwohl sie es mehrfach beantragen. Und ich habe das Gefühl, dass Bürgerbeteiligung in Potsdam eher eine Farce ist, dass das so getan wird, als würde es das geben. Aber in Wirklichkeit sehe ich nicht, dass Bürgerbeteiligung wirklich ernst genommen wird von Seiten der Stadt. Im Januar 2010 beschloss die Stadt, ein neues Schwimmbad zu bauen und die alte Schwimmhalle am Hauptbahnhof damit aufzugeben. Der neue Standort der Schwimmhalle soll nun neben der Biosphäre im Volkspark auf der anderen Seite der Stadt liegen. Da die meisten Potsdamer aus dem Süden kommen, müssten sie einen Umweg durch die verkehrsberuhigte Innenstadt fahren und sich durch zwei Nadelöhre quetschen, die Lange Brücke im Süden und die Humboldtbrücke im Osten. Das wäre mit dem Auto eine Fahrzeit von zusätzlich 20 bis 40 Minuten, bei Feierabendverkehr auch mal eine Stunde. Die Tramlinien in Potsdam führen alle am Hauptbahnhof und somit auch an der alten Schwimmhalle vorbei. Mit dem neuen Schwimmbad würde dies bedeuten, dass nur eine Strecke nonstop zum Schwimmbad führt. Alle anderen Stadtteile wie Potsdam-West oder Babelsberg müssen in der Stadt umsteigen. Die alte Schwimmhalle soll zusammen mit dem alten Treppenrestaurant Minsk einem bis zu sechsstöckigen Neubaukomplex weichen, um die Kosten des Freizeitbades am Bugerpark zu decken. Wir werden dann versuchen, in der Folge uns um den Brauhauspark nach unten zu positionieren. Wir schauen dann mal, wie viel wir sind und in der Hoffnung, dass wir zumindest so viele Menschen nach unten positionieren können, als dass wir eine Menschenkette bilden können. Versucht bitte, soweit den Gehweg bzw. den Fahrradweg so weit freizuhalten, als dass da Passanten vorbeikommen können. Ne? Danke vorerst. Also ich bin heute hier, weil ich mit meinen beiden Töchtern hier bin. Die eine ist an der Sportschule und schwimmt bzw. Flossenschwimmer und die andere ist auch Schwimmerin. Und jetzt haben die mich eingeladen, dass ich heute früh mal anwesend sein soll. Weißt du warum? Ja, na klar, weil das Ding soll abgerissen werden, wie ich gehört habe. Und es gibt wahrscheinlich nicht so gute Alternativen im Augenblick. Und für junge Menschen und für die älteren Menschen, denke ich mal in erster Linie, ist das natürlich auch eine Begegnungsstätte, wo die ihren Sport oder auch ihren Freizeitgedanken üben können. Und wenn das wegfällt, ist natürlich für die meisten dann erstmal Ende mitten. Ich bin natürlich gegen diese Schwimmhalle im Bugerpark, weil die einfach zu weit aus der Stadt raus ist. Alles wird aus der Stadt raus, was vor allen Dingen auch Kinder nutzen. Und das ist das, was mich ganz doll stört. Ob das in der Heinrich-Mann-Allee ist, diese Sporthallen, die sollen da weg. Die Tennisplätze sollen da weg. Und wir sind über Land gefahren, jedes Dorf hat seinen Fußballplatz, ja. Und mein Enkel geht bei Concordia spielen, die haben keine Spielmöglichkeiten, ja. Die kriegen keinen Platz, weil, naja, die 03er da alles kriegen oder was weiß ich, alles die Geld. Also es ist eine Geldfrage und es ist alles antisozial und das gefällt mir eben nicht. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sich eine Bürgerinitiative hier gebildet hat, die genau dieses Anliegen vertritt und deutlich macht, dass es nicht ein Anliegen ausschließlich der Linken ist, sondern dass das ein Problem ist, was die Potsdamerinnen und Potsdamer bewegt. Und ich bedauere es außerordentlich, dass diese wichtige Entscheidung faktisch über die Köpfe der Potsdamer hinweg getroffen worden ist, nämlich den Badstandort zu verlagern in das Bornstädter Feld. Ich weiß noch gar nicht richtig, wie weit das entfernt ist, um einfach da mal vielleicht auch die Entfernung mit ins Spiel zu bringen. Und bevor nicht eine andere Alternative mal vielleicht in der näheren Umgebung gesucht ist, würde ich das einfach nicht unbedingt vielleicht als die bessere Lösung sehen. Ja. Und ich habe so doch erlebt in diesen 10 Jahren, wie schnell, wie doll sich die Stadt verschönt hat. Aber ich muss auch sagen, es muss nicht alles platt gemacht werden, was von früher ist. Nicht? Also,
Ich würde es auch nicht wegreißen. Ich finde, man sollte was draus machen. Man sollte es neu interpretieren. Man sollte es versuchen zu verbinden mit dem Stadtbild, was schon vorhanden ist in Potsdam. Und ich finde, das wäre eine wahre Herausforderung, anstelle davon jetzt einfach wegzureißen und sowas hinzubauen, wie wir das jetzt schon da am Hauptbahnhof sehen, was sich Cityquartier nennt. Ja. Hier wird ja über viel Geld entschieden. Und es hat sich, wie prognostiziert, herausgestellt, dass es eben nicht nur 18 Millionen sein werden, die das kosten würde im Bornstädter Feld, sondern deutlich mehr. Das steht so gut wie fest. Also eine zusätzliche Schwimmhalle im kleineren Maße wäre okay, aber dieses Projekt, was Sie da hinten planen wollen, ist vollkommen überdimensioniert und soll auch vollkommen überteuert sein. Und hier eine Schwimmhalle zu restaurieren soll 3 bis 4 Millionen kosten. Und es wäre finanziell wahrscheinlich auch für die Stadt günstiger, wenn man das machen würde.